So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Elder Scrolls Online. In dieser Folge sind wir zum Raufreifental gekommen und haben das abgeschlossen, haben dort drei Anwerber für die Schornhelmwache erhalten. Also wir mussten natürlich erstmal überzeugen mit unserem Charme, war das aber kein Problem, dass wir die davon überzeugen konnten, sich der Schornhelmwache anzuschließen. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal um den Vetterfelsen, sondern Verräterfelsen beschäftigen. Und da haben wir ja schon unsere Aufgabe, die auf uns wartet. Faszinierend. Ah, noch eine Schülerin der Geschichte? Ihr müsst es sein. Es gibt keinen anderen Grund, diese verdammten Ruinen zu besuchen. Aber ein faszinierender Ort. Ihr wisst, dass König Ranzer hier sein letztes Gefecht hatte? Nein. Er sucht den Ort immer noch heim. Und ich möchte herausfinden, warum. König Ranzers Geist geht in diesen Ruinen um? Ja, der König und all seine Soldaten. Vor 15 Jahren ist irgendetwas in den letzten Minuten der Schlacht gegen die Orks von Vodka geschehen. Und dadurch wurden sie zum Untod verdammt. Ihre untoten Gestalten haben bisher jeden daran gehindert, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Wie habt ihr denn vor, an den Untoten vorbeizukommen? Nun ja, das ist das Problem dabei. Doch ich hatte gehofft, da ihr nun schon einmal hier seid und mir durchaus tüchtig erscheint, wärt ihr dann vielleicht so freundlich, mich zu begleiten? Natürlich. Ich muss nur in den zentralen Turm gelangen. Ich bin überzeugt, dass ich dort die Antworten finde, nach denen ich suche. Nun gut, ich werde euch zum Turm bringen. Ich wusste, dass irgendwann jemand vorbeikommen würde, um zu helfen, wenn ich lange genug hier draußen bleibe. Wenn ich derjenige wäre, der ermitteln könnte, was kurz vor König Ranzers Ende geschah, dann würden Gelehrte meinen Namen für Generationen mit Ehrfurcht sprechen. Was ist über die Schlacht bekannt, die hier stattfand? Eigentlich eine ganze Menge. Großkönig Emmerichs Streitkräfte waren gerade am Ödmarkmoor durch den Großteil von Ranzers Armeen gebrochen. Manche Narren glauben tatsächlich, dass Ranzer dort fiel, doch dem war nicht so. Er und seine treuesten Truppen zogen sich hierher zurück. Und die Orks haben sie hier angegriffen? Ja, Vodka war natürlich mit König Emmerich verbündet. Und die Orks hatten bereits den Großteil des Königreichs unterworfen, auch Schornhelm. Ranzer zog sich hierher zurück und die Orks umzingelten ihn. Die letzten Momente der Schlacht sind der Geschichtsforschung allerdings noch unbekannt. Könnt ihr mir noch mehr über König Ranzer selbst erzählen? Ranzer war der König von Schornhelm und der Herrscher von Kluftspitze zu einem Zeitpunkt, den viele durchaus als Höhepunkt seiner Geschichte betrachten. Er war auch ehrgeizig, deshalb wollte er seine Tochter mit Emmerich verheiraten. Doch als Emmerich seine Meinung änderte, wurde Ranzer rasend vor Zorn. So begann also der Krieg. In der Tat. Ranzers Armeen marschierten gen Wegesruh. Beinahe hätten sie es auch erobert. Aber Emmerich schaffte es, eine Abmachung mit den Rotwardonen und den Orks zu treffen. Ranzers Truppen wurden bald von allen Seiten von Feinden belagert. Sie wurden binnen weniger Wochen aus Sturmhafen vertrieben. Ach ja, alles nur wegen der Liebe. Ist ja meistens der Fall so. Und hallo. Ich finde es immer traurig, weil eigentlich könnte man natürlich diesen Ort wieder aufbauen und dann wieder zum Leben erwachen lassen. Aber wenn halt die ganzen Unwürden ihr Unwesen hier treiben, ist es ein ganz bisschen schwierig. Und ich verstehe nicht, warum man dann immer irgendjemanden zu irgendwas verdammen muss. Man kann auch ganz einfach sagen, so, ihr seid jetzt besiegt, Schluss aus Ende und geht jetzt bitte zu den Toten, Dankeschön. Und dann hat sich die ganze Sache schon erledigt. Das ist der zentrale Turm. Ja. Ihr denkt, ich bin Ranzer, nicht wahr? Nein, ich bin nicht der verrückte König. Ich bin sein Verräter. Begebt euch in die Vergangenheit und hört meine Geschichte. Es ist die Geschichte eines Verräters. Aha. Sehr schön oder sehr unschön? Oh, König Ranzer. Ich mag zwar Schornhelm verloren haben, aber dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Dieser verfluchte Emmerich überschätzt sich. Er wird einen Fehler machen und dank meiner Genialität werde ich jeden Fehltritt und jedes Stolper nutzen. Rückzug? Niemals. König Ranzer zieht sich nicht zurück. Mein strategisches Einnehmen dieses Hügels war als der wichtigste militärische Sieg in der Geschichte Kluftspitzes in die Bücher eingehen. Sollen sie mir noch so viele Orks entgegenwerfen, wie sie haben. Wir werden diesen Hügel auf ewig halten. Ich werde diesen Krieg gewinnen. Zurück in den Kampf, Leutnant.
Wir werden heute gewinnen. So oder so. Irgendwie habe ich mir König Ranzi ein kleines bisschen eindrucksvoller vorgestellt und nicht so, ja, wie er gerade aussah. Was gucken? Okay. Aha. Und da ist, glaube ich, schon Schornhelm, oder? Dann werden wir uns als nächstes hinbegeben. Und werden dann tiefer in die Hauptstory von Kluftspitze eintauchen. Leutnant, wo zum Vergessen seid ihr gewesen? Diese verdammten Schlafschriftrollen waren nutzlos gegen diese Rohlinge. Die Orks haben die Mauern durchbrochen und uns bleiben einschließlich der Königswache nur noch ein paar Dutzend Mann. Ich fürchte, es ist Zeit für die Kapitulation. Stehen uns denn irgendwelche anderen Möglichkeiten offen? König Ranzea will, dass wir bis zum bitteren Ende weiterkämpfen. Anscheinend möchte er mit Glanz und Gloria untergehen. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Strategie gefällt, aber der König ist jenseits jeglicher Vernunft. Dieser verdammte Magier, den er hatte, hat ihm eine Idee eingeflüstert, die wir in die Tat umsetzen sollen. Was sollen wir für ihn tun? Vor seinem Verschwinden erzählte Rezal Jul dem König von einer Verzauberung für den absoluten Notfall, die uns dabei helfen soll, den Fels zu halten. Wir sollen das magische Pulver aus diesen Päckchen in die Feuerschalen in jedem der Türme schütten. Und was soll uns das bringen? Die Orks töten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das unsere letzte Chance ist. Und ich es niemandem sonst zutraue, ein solch verzweifeltes Unterfangen in Angriff zu nehmen. Falls es nichts bewirkt, dann geht hinauf und erzählt es dem König. Vielleicht sieht er dann ein, dass es an der Zeit ist, sich zu ergeben. In Ordnung, dann habe ich also jetzt meine Befehle. Geht so schnell ihr könnt, Leutnant. Bis wir das ausprobiert haben, wird der König nicht einmal über Kapitulation reden. Wir müssen ihn zum Einlenken bewegen, bevor es zu spät ist. Ihr glaubt, der König sei wahnsinnig geworden? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Es gab eine Zeit, da wäre ich König Ranzea sogar ins Reich des Vergessens gefolgt. Aber seit dem Ödmarkmoor ist er nicht mehr er selbst. Mhm. Es scheint, als hätte ihn sein Hass auf Emmerich mit Haut und Haaren verschlungen. Ja, Hass kann so einige Sachen bewirken. Das werden wir mal die ganzen Päckchen hier lernen. Und ich hoffe mal, wir werden da jetzt keine großen Schwierigkeiten dabei haben, außer gegen ein paar Orks zu kämpfen. Und ich muss meinen Stärkepunktsmann nehmen. Sehe ich gerade. Ach, aber Jasmin, die habe ich doch eigentlich schon, oder? Ja. Ja, das wollte ich haben. Bin ich mal gespannt, was das bewirken soll. Oh, Diebesgut. Diebesgut ist immer wichtig. Immer. So, jetzt haben wir hier noch den einen Turm hervorragen. Und müsste man die ganzen Glyphen mal nehmen, oder? Beziehungsweise mal gucken, ob ich da irgendwelche besseren Attribute bekomme. Ansonsten müssen wir die halt einmal verkaufen, ne? Das wäre schon wichtig für mich. Achso, da gab es ja noch jemanden. Okay, hier gibt es nichts weiter. Und noch den letzten Turm. In dem wir das Pulver hineinschütten müssen, dann haben wir es eigentlich soweit geschafft. Dann bin ich mal gespannt, was danach passiert. Und ich kann durch Feuer rennen. So. Sprech mit König Ranzea. Das wollen wir jetzt immer machen, ne? So. Ich
renne ja voll komisch. Und dann bin ich wieder rausgeflogen. Es ist immer sehr schön, wenn nach 10 Minuten irgendein Hintergrundprogramm aufploppen muss und mich hier komplett rausschmeißen muss. Das verstehe ich immer nicht. Seid ihr bereit für den Ruhm, Leutnant? Unsere große Stunde steht bevor. Diese grünhäutigen Bestien denken, dass sie uns besiegt haben. Bald werden sie merken, wie sehr sie sich geirrt haben. Wurde der Inhalt von Resal Jules Paketen in die Feuerschalen gegeben? Ja, aber es geschah rein gar nichts. Noch nicht, aber das wird es noch. Wir werden gegen die Reihen des Feindes anstürmen und dann werden sie sehen, was wahre Entschlossenheit ist. Ich habe Hauptmann Ta'ern und der Leibwache den Befehl überbringen lassen, zur Bresche in der Nordmauer vorzustürmen. Sagt dem General, dass auch er seine Truppen darauf vorbereiten soll. Ihr wollt, dass wir uns auf einen Sturmangriff auf die Reihen der Orks vorbereiten? Seid ihr schwer von Begriff, Leutnant, oder einfach nur ein Feigling? Ich möchte mich ungern wiederholen. Sagt General Dathieu, dass er die Soldaten auf einen Sturmangriff gegen die Orks im Süden vorbereiten soll. Ich werde mein Schwert aus dem Nordturm holen und danach auf dem Schlachtfeld zu euch stoßen. Ja, Eure Majestät, ich werde es dem General ausrichten. Ja, weil normalerweise die ganzen Programme... Achso, das ist mein Verbündeter. Ja, ploppt mir eigentlich immer in den anfänglichen Minuten auf und nicht nach 10 Minuten. Und? Hat der König wieder Vernunft angenommen, da das dumme Experiment mit den Feuerschalen fehlgeschlagen ist? Erkennt er, dass dieser Kampf nicht gewonnen werden kann? Im Gegenteil, er plant einen Sturmangriff auf die Reihen der Orks. Dann hat er wirklich den Verstand verloren. Es gibt keinen Grund, noch mehr Leben für eine Sache zu opfern, die längst verloren ist. Wir werden dem König Einhalt gebieten müssen. Habt ihr Hauptmann Ta'ern gesehen? Wir beide sollten das gemeinsam tun. Der König meinte, er hätte bereits seine Befehle an Hauptmann Ta'ern auf den Weg gebracht. Verdammt. Wie ich sie kenne, wird sie diese Befehle ohne Zögern befolgen. Und das wird die Leibgarde des Königs das Leben kosten. Ihr müsst Ta'ern finden und sie überzeugen, von einem Angriff abzusehen. Falls sie sich weigert, dann sucht nach der Truhe mit Schriftrollen des Schlafs. Oh nein. Und verwendet eine davon, um sie alle auszuschalten. Werdet ihr den König zur Rede stellen? Ja. Es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich allein gehe. An diesem Punkt bin ich zu allem bereit. Ich werde dem König eine letzte Chance geben, Vernunft walten zu lassen. Doch falls er das nicht tun sollte, werde ich ihn dazu zwingen müssen. In Ordnung. Ich gehe mich um die Leibwache des Königs kümmern. Yay, toll, ich freue mich. Ich freue mich, den Vernunft einprügeln zu dürfen. Dann höchstwahrscheinlich die Schriftrolle des Schlafs anwenden zu dürfen, weil die eh nicht auf mich hören werden. Seid ihr für den letzten Schlag zu uns gestoßen, Leutnant? Wir sind alles, was von der Königswache noch übrig ist. Aber zumindest werden noch ein paar Orks mit uns sterben. Sobald wir eine Lücke sehen, stoßen wir an diesen Durchbruch da unten vor. Der General will, dass ihr den Sturmangriff hinauszögert. Der General hat nicht über die Leibwache des Königs zu gebieten. Ich erhalte meine Befehle direkt vom König. Der König hat uns diesen Sturmangriff befohlen. Also führen wir ihn auch durch. Der König ist nicht mehr im klaren Verstand. Es ist eure Pflicht, ihn vor sich selbst zu beschützen und nicht vor den Orks. Es ist wahr, dass der König sich in letzter Zeit merkwürdig verhält. Bittet ihn, General Dathieu, die Befehle zu widerrufen? Ja, er glaubt, es wäre besser, sich zu ergeben. Falls der König sich zur Aufgabe entscheidet, könnte er uns hinterher immer noch brauchen. Nun gut, ich werde den Sturmangriff hinauszögern, bis der König die genaue Lage klärt. Sehr schön. Das ging ja einfach. Jetzt müssen wir zum Nordturm. Und dann... Da ist er ja. Hört auf, euch wie ein Feigling zu benehmen, Dathieu. Ich bin euer König und ich werde euch heute zum Sieg führen. Eure Majestät, ihr habt zweifelsohne den Verstand verloren. Es tut mir leid, aber ihr lasst mir keine Wahl. Was? Was? Es ist vollbracht. Heute muss niemand mehr unnötig sterben. Also ich war jetzt sogar... Verräter! Euer jämmerlicher Verrat wird Resal Jules Magie nicht aufhalten. Wir werden ewig leben. Aber ihr nicht. Oh nein. Ich verfluche euch und werde eure Knochen verstreuen. Sterbt, verräterischer Hund! Aha, das ist also die Geschichte, die hinter dem Schädel steckt. Was ist mit euch geschehen? Es wirkte, als wenn ihr einen Augenblick lang benommen gewesen wäret. Ich habe eine Vision der Vergangenheit gesehen. Es war fast so, als wäre ich dort gewesen. Erstaunlich! Habt ihr gesehen, was mit König Ranzer geschehen ist?
Waren es die Orks, die ihn getötet haben? Oder sind die Gerüchte wahr? Wurde er verraten und von seinen eigenen Soldaten getötet? König Ranzel wurde verrückt und General Dathieu tötete ihn. Ah, General Dathieu, natürlich. Ich hätte es wissen sollen. Es heißt, dass seine Knochen in den Ruinen verstreut liegen. Ich schätze, das war Ranzers perverse Vorstellung von Rache. Aber sagt mir, habt ihr erfahren, wie man den Fluch des Untodes hier aufheben kann? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten die verstreuten Knochen des Generals sammeln. Was dann? Wird er auferstehen und den König erneut töten? Ich schätze, wir müssen abwarten und es selbst sehen. Nehmt den Schädel und sucht in den Ruinen nach dem Rest der Knochen des Generals. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne von der Spitze des Turms aus zuschauen. Ja, wie ein Feigling. Das ist ja nichts Neues, dass ich mich um alles selber kümmern darf. Vor allem, woher weiß ich denn, welche Knochen zum General hören? Ne? Weil es kann noch ein Knochen von jedem anderen sein, von einem Ork eventuell sein oder von einem anderen Soldaten von König Ranzer. So. Tschüssi. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will das doch alles nicht. Ja, komm, jetzt macht das ja einfach noch. Ach, wisst ihr was? Habe ich ja irgendwie keine Lust mehr auf diese ganze traurige Vorstellung hier. Weg vom Fenster. Nimm mal den Schädel. Den hätte ich doch eigentlich... Ich bin wieder ganz. Trefft mich dort, wo ich den verrückten König erschlagen habe. Vielleicht kann ich diese schreckliche Existenz beenden. Aber nur vielleicht. Ranzer, ihr so. Seid doch wahnsinnig. Höchste Zeit, all dem ein Ende zu setzen. Ich kann dem nichts hinzufügen. Dieses Mal breche ich euch alle Knochen, Dathieu. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass der König Ranzer wie ehrenvoller gestorben ist. Ich meine, der wurde ja eigentlich nur aus dem Hinterhalt umgebracht. Also was nicht Hinterhalt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und nicht in einer Schlacht. Und jetzt ist er auch der wieder gestorben. Der König ist gefallen. Kommt, wieder. Wir müssen uns sprechen. Ja, sehe ich genauso. Mit der Zeit habe ich mich oft gefragt, ob es richtig war, was ich tat. Ich wollte das Leben meiner Soldaten retten. Aber ich habe nur König Ranzer dabei geholfen, seinen Fluch zu verbreiten. Jetzt, ob richtig oder falsch, bin ich erlöst. Der Fluch wurde gebannt und die Toten können ruhen. Die Untoten sind aus den Ruinen verschwunden? Ja, sie haben ihren Frieden gefunden. Endlich. Sogar König Ranzer, denke ich. Er war einst ein weiser und tapferer König, wisst ihr? Ich hoffe, dass die Geschehnisse hier seinem Andenken nicht noch weiteren Schaden zufügen. Doch das liegt nicht in meiner Hand. Lebt wohl, meine Freundin, und habt Dank. Kein Problem. Das wahre Schicksal von König Ranzer. Von Serenal
Gain, königlicher Schreiber von Shornhelm. Geschichten wird von den Siegern geschrieben, also kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wie man sich an König Ranzia erinnern wird. Aber seit jeher meine Aufgabe, mich um König Ranzias Aufzeichnungen zu kümmern, und das ändert sich zumindest meiner Meinung nach auch angesichts unserer neuen Umstände nicht. Aber eins nach dem anderen. Verzeiht bitte, erlaubt mir ganz am Anfang zu beginnen. Nach fast einem Jahr des Konfliktes hatte Emmerik und sein Verbündeten König Ranzias Truppen bis an den Rand der Niederlage getrieben. Wir bereiteten uns darauf vor, unser letztes Gefecht im Ödmarkmoor zu kämpfen, da wir zwischen einer bretonischen Armada und orkischen Truppen gefangen waren. Ich bin mir sicher, dass die Geschichte beschrieben wird, wie König Ranzia an diesem Tag gefallen ist, aber das wäre eine Unwahrheit. Der Lehnsherr von Shornhelm eilte ein völlig anderes Schicksal. Es stimmt, dass der große Dame König Ranzia bei der Schlacht im Moor aufgerieben wurde. Aber Ranzel konnte mit einer kleinen Gruppe Soldaten und Gehilfen entkommen und sich bis auf einen namenlosen Hügel über der zerstörten Stadt Shornhelm zurückziehen. Auf diesem Hügel war es, dass König Ranzel seinen letzten Plan umsetzte, der König Emmerik und seine niederträchtigen Verbündeten in die Knie zwingen sollte. Mittels eines Arkanrituals aus der Feder des Hofmagiers Reza Jul verwandelte der geniale König Ranze das Chaos seiner treuesten, ergebensten Soldaten in einer Streitmacht für die Ewigkeit. Beim letzten Schritt des Rituals war jedoch ein Blutopfer erforderlich. Als der verräterische General König Ranzia, dessen Namen nie mehr erwähnt und auf ewig vergessen werden soll, sein Lehnsherr ermordete, war es königliches Blut, das das Ritual vollendete und unsere Verwandlung auslöste. Ich muss zugeben, dass mein nicht wirklich königlicher Geist die Feinheit über König Ranzias Plan erst noch begreifen muss. Sein Ritual verwandelte uns allesamt in untote Soldaten, unsterbliche Skelette, die ihm bis in alle Ewigkeit zur Seite stehen können. Aber anstatt sofort zuzuschlagen und Emmeriks Truppen anzugreifen, befahl König Ranzia uns, unsere Position zu stärken und uns auf der Verteidigung des Hügels vorzubereiten. Dieser Hügel sei mein Thron, verkündet König Ranzia. Von hier aus werde ich auf ewig herrschen. Und jetzt kennt ihr das wahre Schicksal von König Ranzia und seinen treuen Soldaten. Meine Zeit als Schreiber endet hier, denn mein Lehnsherr braucht jedes Schwert. Ich werde diese Aufzeichnung hier zurücklassen, sicher in diesem Turm, bis der Tag gekommen ist, an dem König Ranze uns befiehlt, den Hügel zu verlassen und zurück nach Shornhelm zu marschieren. Ja, das ist das Schicksal meiner ultimativen Fähigkeit, immer und immer wieder. Ich lerne wahrscheinlich nie daraus. Und ich würde es immer mal sagen, Wegschrift von Shornhelm, werden wir uns mal kurz hier hinbegeben. Und er hat ach, hier sind nur noch Wölfe da. Okay. Yay. Toll, Wölfe. Werden wir es jetzt noch Shornhelm geben? Also tut mir leid, wenn sich meine Stimme vielleicht ein kleines bisschen anders angehört hat beim Vorlesen, aber meine Allergie, die prägt mich gerade wieder ein bisschen um. Meine Nase ist gefühlt dauert zu oder läuft halt wie ein Wasserfall die ganze Zeit. Und ja, ne, also hier Augen krabbeln, Hals krabbelt, alles drum und dran. Deswegen entschuldigt bitte, wenn sich mein Stimmchen vielleicht ein bisschen anders anhören sollte in einigen Passagen. Das ist nicht absichtlich. Ich versuche sie dann auch immer wieder in ihren alten Zustand zu bringen. Aber ja, ich kann ja nicht hier die ganze Zeit rumhusten oder rumräuspern, nur damit ja meine Stimme sich halbwegs normal anhört. Weil das stört ja auch dann irgendwann mal. So. Und dann haben wir ja schon diese roten Blitze. Sehr schön. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Und das ist ein bisschen sehr tief. Da habe ich ja schon ein bisschen Angst. Oh. So. Stallmeister, ich brauche dich mal. Ach ja, ist das schön, wenn hier nichts lädt. Ja. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, ich beende mal kurz an dieser Stelle, oder nein? Ja, der Stallmeister. Mal kurz gucken, sind wir hier bei der Schmiede? Ja. Immer noch 2 von 2. 5 Tage, meine Güte. Naja, gut, da würde ich mal einfach mal sagen, hier nochmal so einen Wegschrein kurz. Die Wache braucht sicher noch mehr Rekruten. Aber wer hätte gedacht, dass aus Martin Dathieu mal ein guter Soldat wird? Tja.
Was ist die Frage? Huch. Und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle beende ich die heutige Folge. Nein! Oh, warte. Ja, Dummheit muss bestraft werden. So, an der Stelle beende ich jetzt die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir uns mal hier in Shoreham umgucken und herausfinden, welche Probleme denn hier auf uns warten. Weil diese roten Blitze kommen ja aus Shoreham hier. Und da müssen wir mal natürlich schauen, was sich dahinter verbirgt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet.